Ja, hallo, moin moin. Wir befinden uns hier heute im Bildungshaus Tränenlandschaft in Eckeberg und unser heutiges Thema befasst sich mit dem Thema Umwelt. Und ich begrüße ganz herzlich Anni Bayer zu meiner Linken. Anni ist Imkerin und kann ganz, ganz viel erzählen zum Thema Umwelt und Bienen. Und zu meiner Rechten Thorsten Roos, Fachbereichsleiter für Kreisentwicklung, Umwelt und Bau, wenn ich es jetzt richtig drauf habe, des Kreises genau. Schleswig-Flensburg. Also auch ein Experte zum Thema Umwelt. Und ich fange mal an, Thorsten, mit dir vielleicht. Wir befinden uns ja hier im Bildungshaus Tränenlandschaft. Was passiert denn hier eigentlich? Das ist entstanden, das Gebäude. Und erzähl uns doch mal ein bisschen was darüber. Die Idee dieses Hauses auf dem ehemaligen Tanklagergelände der Bundeswehr ist, dass wir hier verschiedene Welten zusammenbekommen, nämlich Landwirtschaft, vertreten durch einen landwirtschaftlichen Beratungsring, und dem Umweltthema, vertreten durch Umweltbildung. Der Kreis Schleswig-Flensburg ist mit Zoologinnen hier eingezogen und Vermarktung regionaler Produkte. Und das sind ja Welten, die sehr häufig übereinander reden und selten miteinander. Und es war dabei wichtig, dass diese Menschen zusammenkommen, aber dass auch die Besucher hier diese verschiedenen Welten wahrnehmen und die Möglichkeit haben, sich ganz zwangsfrei zu informieren. Gut, das scheint euch ja gelungen zu sein, denn das Haus ist häufig ja mit verschiedenen Personen besetzt, wenn ich hier komme. Wir haben ja auch schon Veranstaltungen abgehalten. Ich schlage jetzt mal den Bogen zur Imkerei und zur Umwelt. Anni, wie kommst du denn? Das ist ja, ich weiß nicht, wie entstanden, aber erzähl uns doch mal, wie kommt man zur Imkerei? Ja, also dazu kann ich sagen, dass meine beiden Großväter Imker gewesen sind, Hobby-Imker. Und mein einer Großvater hat sich immer gewünscht, dass ich seine Biene übernehme. Ich war da als Kind überhaupt nicht scharf drauf, weil ich auch tatsächlich Angst vor Bienen hatte und immer Angst hatte, gestochen zu werden. Es war sein sehnlichster Wunsch, dass eben Anni seine Bienen übernimmt. Und als er dann gesundheitlich abgebaut hat und die Bienen nicht mehr versorgen konnte, habe ich mich immer mehr dort eingebracht. Und es ist ja oft so, dass wenn man sich wirklich mal intensiv mit einem Thema auseinandersetzt, wie ich mit der Imkerei, dass man total Feuer und Flamme ist und total viel Leidenschaft entwickelt. Und so habe ich jetzt seit über 8 Jahren seine Bienen und betreue die. Und ich glaube, er ist darüber sehr, sehr glücklich. Ja, sehr schön. Wir haben bei uns zu Hause auch immer, hatten, muss ich sagen, in diesem Jahr erstmalig nicht, einen Imker, der seine Bienen dann oder Teile seiner Bienen bei uns gelassen hat. Und ja, fand ich auch immer ganz spannend. Ja, dann jetzt vielleicht nochmal zurück zur Umwelt. Aktionsprogramm Insektenschutz, Pflanzenschutzanwendungsverordnung haben wir im Bund diskutiert. Aber vielleicht hat der Kreis Schleswig-Flensburg ja auch eigene Ideen zum Thema Insektenschutz entwickelt. Ihr habt einen Strategieprozess auch in Gang gesetzt, integriertes Umweltprogramm hier im Kreis Schleswig-Flensburg. Ich verfolge das ja immer noch mit Interesse. Und ja, gibt es da eigene Ideen auch zu dem Thema Insektenschutz? Ja, die gibt es. Tatsächlich, wir machen ja keine Politik als Kreisverwaltung, sondern wir lassen uns ja rein fachlich leiten. Manchmal braucht man die auch fachliche Anleitung. Und bieten unsere Beratung eben an, jedem, der sie haben möchte. Und in diesem Rahmen, so wie du sagst, haben wir ein integriertes Umweltprogramm eben entwickelt, um verschiedene Strategien zusammenzuführen. Die Biodiversitätsstrategie ist die Leitstrategie, aus der wir Ziele ableiten für Klimaschutz, Bodenschutz, Gewässerschutz. Das Thema Insektenschutz ist dabei ein ganz wichtiges. Und jetzt komme ich zu deiner eigentlichen Frage. Wir machen eben keine Politik, sondern wir sagen, vorrangiges Ziel ist es erstmal, mit gutem Beispiel voranzugehen, auf eigenen Flächen, die wir aufwerten, und gehen auch weiter und sagen, wir haben mittlerweile ja sehr viel Naturschutzkulisse, auch bei uns im Kreis. Und wir sagen auch ganz deutlich, dass ein Großteil dieser Flächen nicht diese Wertigkeit besitzen, auch für den Insektenschutz, die diese Flächen haben könnten. Das heißt, wir beschäftigen uns vorrangig damit, diese Flächen aufzuwerten und ein
ökologisch maximal hochwertigen Status. Also nicht zu schauen, wie müssten es denn andere machen. Natürlich auch darüber denken wir nach. Wir bieten unsere Unterstützung dabei an, aber wir beschäftigen uns vorrangig wirklich mit der Frage der Aufwertung auf bereits gesicherten Flächen für den Naturschutz. Und da ist sehr, sehr viel zu tun und dort engagieren wir uns mit eigenem Geld des Kreises. Das hört sich gut an, auf bisher bestehenden Flächen, Aufwertung, also finde ich total klasse. Denn wir haben Insektensterben, das haben wir ja alle gemerkt in den letzten Jahren, weniger Insekten auf der Autoscheibe und weniger Bienen, Fragezeichen, Honigbienen. Und klär uns doch mal ein bisschen auf, Anni. Ja, also ich glaube, wo man wirklich einen Unterschied machen muss, ist zu unterscheiden, dass es einmal die Wildbienen gibt, viele hundert Arten in Deutschland, und die Honigbiene, die mir ja lieb und teuer ist. Und ich bin im Deutschen Imkerbund Mitglied und das stellen wir wirklich fest und die Zahlen sprechen auch für sich, dass die Honigbienenbestände in den letzten Jahren immer weiter steigen. Und wenn ich mal in meinem Freundes- und Bekanntenkreis gucke, merke ich auch, da kommen immer mehr neue Leute dazu, die sich auch ein paar Bienenvölker anschaffen und jetzt auch mit Imkern und auch was für den Artenschutz tun wollen und auch für den Umweltschutz. Deswegen ist die Honigbiene nicht vom Aussterben bedroht, sondern die Bestände sind stark steigend. Ich sehe gerade, Thorsten, du nickst. Die Bienen, die wirklich bedroht sind und wo die Bestände stark abnehmen, das sind die Wildbienen. Zum Beispiel jetzt eine der beliebtesten ist ja die Hummel, die immer seltener gesehen wird. Und da müssen wir, glaube ich, ganz klar unterscheiden. Wir müssen wirklich vielleicht die Herausforderung wirklich da sehen, die Wildbienen mehr zu unterstützen, mehr zu stärken. Das heißt, auch da gucken, dass wir denen auch Lebensräume schaffen, Lebensgrundlagen erhalten und da vielleicht so ein bisschen sensibler eben wirklich Artenschutz betreiben. Kannst du noch mal ein paar Zahlen nennen? Inwieweit sind die Bereiche zurückgegangen? Also die einzelnen Zahlen habe ich jetzt tatsächlich nicht, aber ich hatte ja eingangs gesagt, dass es mehrere hundert Wildbienenarten gibt und über 50% sind laut aktuellem Stand vom Aussterben bedroht, was ja wirklich dramatisch ist. Und ich kann das selbst auch sagen, wenn man mal eine Mauerbiene sieht, dann ist das schon irgendwie so ein wahnsinniges Highlight. Und auch die zeige ich dir bei Gelegenheit mal. Es gibt viele Wildbienenarten, die man einfach kaum noch sieht. Auch die Hummel gehört tatsächlich dazu. Meine kleinen Nichten, die denken dann auch immer, das ist ja eine Honigbiene, weil sie das gar nicht kennen, dieses Tier, was eigentlich total schade ist. Und so ein bisschen unbeliebtere Varianten gibt es ja auch. Die Wespen sind ja beispielsweise auch vom Aussterben bedroht. Und da gilt es eben auch als Imkerin, die Leute zu sensibilisieren und nicht nur die Honigbiene zu stärken, sondern wirklich auch die Wildbienen. Okay, wieder ganz viel dazugelernt heute. Thorsten, wir haben eben schon mal über das integrierte Umweltprogramm gesprochen, diesen Strategieprozess. Ja. Magst du uns da noch ein bisschen was zu erzählen? Wie geht es da weiter oder was habt ihr, was setzt ihr da jetzt um? Was ist beschlossen? Ja, erst einmal muss ich hier ein bisschen Werbung für unsere Kreispolitik tatsächlich machen. Das ist nicht selbstverständlich in einem Kreis, der ja auch, ich sag mal, so strukturiert ist, wie wir ihn eben kennen. Und über alle Parteigrenzen hinweg tatsächlich gab es 2017 bereits hier Konsens, dass wir als Kreis hier auch selbst aktiv werden müssen und uns nicht aufs Land, Bund, EU verlassen. Und haben eben, wie ich das vorhin ausführte, uns eben mit diesen vier Strategien beschäftigt. Wir lassen uns eben fachlich leiten. Wir haben uns beschäftigt mit den Flächenbedarfen von einzelnen Tierarten, von sogenannten Zielarten oder Schirmarten, die dann für ganze Lebensgemeinschaften stehen. Und wenn man sich mit deren Populationsbiologie beschäftigt, dann stellt man fest, dass diese Arten enorme Flächenbedarfe haben, Flächenansprüche haben, was man so nicht vermutet. Wenn man aber diese Arten eben fördert, dann erreicht man nicht nur die jeweilige Arterhaltung, sondern automatisch einen Beitrag zum Grundwasserschutz. Wir haben hier auf der Geest das Problem mit Nitrat. Wir leisten einen Beitrag eben zum Bodenschutz, zum Klimaschutz, weil wir auf Lachgas insbesondere verzichten und Methan.
Kohlenstoff senken und so weiter. So, und das ist das Spannende, dass wir darüber wirklich nachweisen können, dass der Artenschutz ausgerechnet eigentlich der spannendste Ansatz ist, um die anderen Strategien im Huckepack-Verfahren mitzuerreichen. Und wenn ich das sagen darf, volkswirtschaftlich ist es am klügsten, weil wir kostenlose Mehrwerte darüber generieren können. Und da unser Kreis nicht unbedingt sich auszeichnet durch ein zu viel an Geld, es ist mein Auftrag, immer mit den knappen Ressourcen an Personal und Investivmitteln eben sehr sparsam umzugehen. Und dann kommt man automatisch auf solche Fragen, also Kosten-Nutzen, Effizienzfragen. Ganz, ganz wichtig, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, reden wir auch über haushalterische Nachhaltigkeit. Und dann landet man eigentlich genau bei solchen Fragestellungen. Das ist so spannend. Das ist auch durchaus neu und wir werben auf verschiedenen Ebenen dafür, tatsächlich die unterschiedlichen Strategien zusammenzudenken. Wir bedauern, dass noch so viele Ressorts auf allen Ebenen immer so sehr isoliert ihre eigenen Strategien und Förderprogramme entwickeln. Und wir glauben, dass das am Ende nicht klug ist. Und das machen wir ein Stück weit anders. Und dann eben mit den Menschen gemeinsam. Das ist so wichtig. Wir gehen nie Klinken putzen, sondern die Menschen können zu uns kommen. Wenn sie kommen, freuen wir uns. Wenn nicht, ist es auch gut. Es ist deren Entscheidung. Also je besser unsere Angebote sind, desto erfolgreicher sind wir am Ende. Sehr gut. Der Kreis hat Vorbildcharakter, bündelt die Ressourcen und haushalterisch. Genau. Auch die Ressourcen im haushalterischen Bereich. Genau. Super. Also ganz kurze Abschlussfrage an euch beide. Was wünscht ihr euch von der Politik für die nächste Zeit für diesen Bereich? Ich finde es, glaube ich, sehr spannend, die große Herausforderung des Artensterbens oder des Insektensterbens wirklich als gemeinschaftliche Aufgabe zu begreifen. Ich bin ja studierte Agrarwissenschaftlerin und merke immer, dass Privatleute dann immer sagen, die Landwirtschaft, die ist dran schuld, die muss jetzt was ändern. Die Landwirtschaft hat auch ihren Teil beizutragen, einen großen Teil beizutragen. Und trotzdem finde ich es toll, wenn auch Privatleute ihre Gärten so gestalten, dass auch Lebensgrundlagen für Insekten geschaffen werden. Ja. Ich gucke nochmal nach rechts. Genau, zwei Antworten. Zum einen Landwirtschaft und Umweltschutz zusammendenken. Wir kriegen die Probleme nur gelöst, wenn wir wirklich die Menschen zusammenholen. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir reden alle jeden Tag über Klimaschutz. Das ist gut und richtig. Tatsächlich wissen wir durch viele Studien weltweit, die eigentliche Bedrohung für die Menschheit ist das Artensterben. Und das wird nirgends vermittelt, auch in den Medien nicht. Das ist die eigentliche Bedrohung. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir das noch mehr in den Mittelpunkt unserer Überlegungen ziehen. Okay, gut, vielen Dank. Dafür haben wir dann vielleicht auch das Bildungshaus Tränenlandschaft, um den Bürgerinnen und Bürgern das alles zu vermitteln. Hier wird gute Arbeit gemacht. Ich wünsche euch beiden ganz viel Erfolg, einmal im Bereich der Imkerei, aber natürlich auch im Bereich des Kreises und wünsche dem Haus hier ganz viele Gäste und ganz viele neugierige Bürgerinnen und Bürger und bedanke mich. Vielen Dank. Vielen Dank.